Und weiter geht's mit einer weiteren Folge Minecraft Sky Factory. Jetzt haben wir in der letzten Folge hier noch ein paar Sachen gemacht. Wir haben das Obsidian hergestellt. Die Farm tötet automatisch. Das muss ich euch gleich noch zeigen, wie die jetzt halt aussieht mittlerweile. Und ja, sie ist ziemlich produktiv. In den meisten Fällen. Also wenn man hierher geht, hört man es schon. Ja, man sieht leider nichts mehr, da müsste ich dann irgendwie Dark Glass oder so einbauen. Ja, der backt da raus, weil da zu viele Monster sind. Ja, da sind jetzt so viele wieder drin, dass, ja, die blockieren sich schon teilweise gegenseitig und werden dadurch nicht mehr getötet. Das ist jetzt ein Problem momentan. Also das müssen wir noch irgendwann upgraden wieder, damit das etwas effektiver funktioniert. In dieser Folge werde ich jetzt erst einmal hergehen. Das Barrel da stelle ich anders hin. Und was würde ich jetzt gerade sagen? Boah, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Wir werden jetzt mal Obsidian herstellen. Genügend, damit wir in den Nether kommen. Damit wir da die restlichen Gegenstände farmen können, die wir für das Pyrophieren hier brauchen. Ja, wir brauchen noch Sulfur, Blazord. Ja, also die brauchen wir vor allem. Und irgendeinen Pulverizer müssen wir auch noch bauen. Aber jetzt in dieser Folge gehe ich erst einmal her und schaue, dass wir in den Nether kommen. Das muss ich eigentlich schon fast hier lassen. Dann brauche ich 4 Slabs am besten. Also keine Holzslabs, sondern die Steine. Diese hier. Ah, das ist jetzt so blöd. Okay. Wow. Jetzt hat er das fast weggeschmissen. Die muss ich so setzen. Dann brauche ich noch einen Block, wo ich in die Mitte kurz platzieren kann. Habe ich nichts Gescheites hier. Mal schnell einen Stein. Da muss ich hin. Da kann ich jetzt oben in der Mitte einfach das Wasser setzen, ohne dass das wegläuft. Und jetzt kann ich einfach hergehen, nehme hier den Eimer raus und setze Ziel unten auf das Barrel und krieg somit dann automatisch das Obsidian raus. Ah, das ist leer. Dann machen wir hier weiter. Ah, ist auch leer. Dann jetzt das. Und ich brauche, wie viel? 4, 8, 12, 14 Stück, damit man halt ein komplettes Portal machen kann. 10 reichen schon für... Oh Mist. Ah, war ja bloß das Wasser, wo weg ist. Ja, was wollte ich sagen? 10 Obsidian reichen schon für ein normales Portal. Und mit 14 kann man dann das komplett bauen. Also dass es wirklich in alle Richtungen, auch die Ecken und alles gefüllt ist. Dann nehmen wir das noch mit. Ah, nö. Keinen normalen Stein, da brauche ich Slabs wieder. Diese hier. Mitte ist dieser Block. Dann gehen wir hier mal ein paar Blöcke raus. Einfach nur, damit die Zombie-Pigmen nicht gleich bei mir in der Basis immer rumrennen. Weil das möchte ich jetzt halt nicht, ehrlich gesagt. Und blöd, dass ich da eine Dreierquelle gemacht habe und keine Vierer, weil jetzt halt steht das Portal nicht mittig. Jetzt steht es um eines versetzt. Ach, scheiße. Ich hab's eh zu klein gebaut. Das gibt's doch nicht, dass ich echt keine Ahnung mehr habe, wie man ein Portal baut. Muss ich wirklich 3 meiner Diamanten verschwenden.
Ja, verschwendet sind's nicht, weil irgendwann bräuchte man eh eine Diamant-Pickaxe. Aber trotzdem. Jetzt muss ich die schnell abbauen. Und schon ist eine Spinne da. Ja, das mache ich jetzt kurz wieder im Schnellvorlauf. Okay, damit steht das Portal wieder. Und jetzt hat richtig, so wie es sein soll. Jetzt brauchen wir noch Flint and Steel. Da habe ich Stahl. Also Eisen. Ich habe schon einiges an Playswords. Das sehe ich gerade. Ist ja cool. Also nicht Playswords, sondern Blaze Powder. Dann können wir jetzt halt hergehen und das Portal anzünden. Machen hier noch schnell den Weg etwas fertig, dass man da etwas besser stehen kann, direkt beim Ausgang. Da hinten lasse ich ihn dann. Einfach nur, damit man die Zombie-Pikmin im schlimmsten Fall, dass sie die leicht runterschmeißen kann. Und jetzt sollte ich die Rückseite vielleicht auch noch bauen. Oder zumindest zubauen. Am besten. Damit ich da nicht aus Versehen in die falsche Richtung rauslaufe. Weil bei meinem Glück renne ich da in die falsche Richtung raus und dann falle ich runter. Okay. Dann schauen wir uns jetzt halt mal den Nether an und schauen, wo wir rauskommen. Ja. Wie ich es mir dachte. Weil da schwebt ja wirklich alles in der Luft. Selbst das Nether-Portal im Nether, weil es keinen Boden gibt. Das war bei der letzten Version auch schon so. Also brauchen wir erst irgendwie ein Jetpack oder sonst irgendwas, damit wir hier weiterkommen. Okay. Bedeutet aber auch, dass sollten normalerweise keine Zombie-Pigments rauskommen. Hoffe ich jetzt halt einfach. Dann räumen wir noch kurz das Inventar mal auf. Dann schauen wir, was braucht man da eigentlich da. Ja, wir brauchen eh noch auf jeden Fall den Pulverreißer. Ups. Ich brauche Kupfer, Eisen und Tin. Sollte ich ja, glaube ich, alles haben. Ja. Habe ich so gut wie alles. Ja, ich habe alles. Okay, dann weiß ich ja, was in der nächsten Folge baue. Dann war es das erstmal mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da und dann sieht man sich beim nächsten Mal.